Hallo, hallo, hallo. So, heute schauen wir uns das Fühlen in der Wandlungsphase Metall an. Metall steht für Klarheit, für Inspiration, Selbstlosigkeit, Planen, Struktur, Loslassen. Oh, großes Thema, ich weiß, mit dem Loslassen. Und wenn wir jetzt wieder mit diesem Kontext, und ihr seid ja den Videos allen schon gefolgt, und wenn nicht, schaut sie euch nochmal an. Es geht um das Fühlen der Wandlungsphasen. Und in der Wandlungsphase Metall steht Klarheit, so für mich zumindest jetzt gerade an oberster Stelle, Klarheit im Sinne von Struktur, Ausrichtung, Konzentration und Fokus. Und das sind ja sehr stark mentale Dinge. Und hier könnte man dann genau diesen anderen Weg gehen. Welche Gefühle hältst du zurück? Welche Gefühle traust du dich nicht zu fühlen? Oder gibt es bestimmte Gefühle, die du schon lange nicht mehr gefühlt hast? Ich liebe es ja auch, über den inneren Saboteur zu sprechen. Und wie stark ist dein innerer Saboteur? Wie unbewusst machst du manchmal Dinge, die dann im Nachklang, von denen du weißt, na, meh, die haben mir echt nicht gut getan oder die haben meinem Gegenüber nicht gut getan oder der Welt nicht gut getan oder, ne? Also das Gemeinwohl, weil das Metall hat auch so einen Funken Selbstlosigkeit. Der innere Saboteur ist alles andere als selbstlos. Der will nämlich übernehmen, und zwar am besten noch dein Leben. Und wie klar bist du dir darüber, was sind deine eigenen Glaubenssätze, die dich daran festhalten, auf dieser Spur zu bleiben und sie auf keinen Fall rechts und links zu verlassen? Es könnte ja gefährlich sein, wenn man dann mal die Spur wechselt. Oder man muss ordentlich gucken, dass man da ordentlich Zeichen gibt, dass man sagt, okay, halt mal, passt auf, ich blinke jetzt hier und ich will jetzt mal hier rüberfahren. Das ist jetzt kein innerer Saboteur. Aber dieses Festfahren an bestimmten Dingen, die unbewusst ablaufen, die dann Situationen vielleicht auch heraufrufen, die eine Herausforderung sind, und sich dann da auch klar zu werden, okay, wie navigiere ich die denn? Wie fühlt sich das an? Ist das eher so im Shutdown, Augen zu oder Scheuklappen an und wow, durch, ich weiß, ich kann das? Oder ist das dann genau dieses Gegenteil von der Überforderung, und man wird dann komplett planlos und so, ich mache jetzt mal gar nichts. Kennst du das? Sind das auch so Gefühlsebenen, oder wie fühlt sich das an, wenn du in diese Richtung hineingehst? Und hier geht es nur darum, das anzuschauen, nicht gleich aufzuarbeiten und ein riesen Ding draus zu machen, sondern dem in Begegnung zu gehen. Ich freue mich von dir unten, ein kleines Emoji zu hören, zu sehen, zu lesen, wie das vielleicht mit dir in Verbindung ist. Ist dir das bewusst mit deinem inneren Saboteur oder nicht? Morgen sehen wir uns wieder zum letzten der 5 Wandlungsphasen. Da schauen wir uns das Wasser an. Bis dahin. Ciao und tschüss.